Innerhalb von einem Jahr hat sich die komplette Welt verändert und innerhalb von den nächsten 2, 3 Jahren wird sich die Welt natürlich jetzt im gigantisch schnellen Tempo noch viel mehr verändern. Man sieht es vor allen Dingen an kleinen Dingen. Vor einem Jahr, vor 1,5 Jahren, vor allen Dingen in Deutschland, die Deutschen waren da besonders gut darin, zu argumentieren mit dem Argument Datenschutz. Datenschutz war vor allen Dingen bei den Deutschen auch aufgrund ihrer Vergangenheit ein großes Thema. Viele hatten sogar in den Social Media nicht ihre echten Namen angegeben, sondern hatten irgendwelche Fake-Namen wegen Datenschutz. Datenschutz ist jetzt kein Argument mehr, denn wir kommen in Situationen, in denen es nicht mehr anders geht. Alles zu unserem Schutz. Die großen Firmen wissen natürlich, und die Strippenzieher wissen natürlich, und das wird auch so kommuniziert, es wird nicht unterm Tisch gesteckt, Daten sind das neue Gold. Man kann mit nichts auf diesem Planeten, wenn wir jetzt vom Materiellen ausgehen, so viel Geld verdienen wie mit Daten. Daten sind das neue Gold. Für viele Leute noch gar nicht vorstellbar, werde ich auch noch mal ein paar Videos zu machen. Da geht es wirklich um ganz große Veränderungen. Und dann das Thema DNA. DNA. DNA ist relativ neu, dass man auch mit Hilfe von DNA bestimmte Dinge ja feststellen kann. Manchmal werden auch Menschen überführt, viele Jahre nach der Tat mit Hilfe von DNA. Oder man stellt fest, dass sie seit 30 Jahren ja unschuldig im Gefängnis sind anhand neuer DNA-Ergebnisse. Wenn irgendwo ein Crime, irgendetwas geschieht, dann ruft man die Bevölkerung dazu auf, ihr DNA zur Verfügung zu stellen. Je nachdem, welche Gruppe es ist, die Männer oder die Frauen oder alle Menschen, DNA zur Verfügung stellen, sich freiwillig testen lassen, sich freiwillig, ja, die DNA zu sammeln. Das brauchen wir alles nicht mehr. Gerade verändert sich alles. Wir geben alle freiwillig unsere DNA her. Natürlich, mit Hilfe der Tests. Das weiß jeder. Es wird auch so kommuniziert. Tests, mit Hilfe von Tests kann man, besser gesagt, was heißt kann man? Man sammelt DNA. Was damit passiert? Ich weiß es nicht. Wissen Sie es? Ich weiß es nicht. Alles ist damit möglich. Aber wir geben es gerne ab, denn es geht um unseren Schutz. Es geht um unsere Sicherheit. DNA ist eine ziemlich wertvolle Sache. Mit DNA kann ich praktisch alles machen. Ich kann auch neue Kreaturen, wenn ich so möchte, mit Hilfe von DNA produzieren im Labor. Alles ist möglich. Unsere Sicherheit oder unsere Bedenken, die vor 1,5 Jahren noch eine große Rolle spielten, jetzt sind sie natürlich alle beiseite gefegt. Denn wir haben eine ganz andere Situation und wir müssen das alles tun, denn ansonsten sind wir nicht sicher. Es gibt aber Länder, da ist es anders. Hier, gestern noch, habe ich mich mit Leuten unterhalten und sie haben gesagt, hier ist es alles nicht. Ja, ich war gestern in einem Laden und hier gibt es ja auch keine, doch, es gibt natürlich, gibt es hier Medikamente, klar, es gibt ja auch Großunternehmen. Es gibt auch Apotheken, alles Ärzte, aber es gibt sehr viele Menschen, die nutzen das nicht, die wollen das nicht nutzen. Die nutzen auch nicht das sogenannte Gesundheitssystem. Die sagen, wir wollen das nicht, wir brauchen das nicht. Und die helfen sich mit Kräutern aus dem Dschungel, mit Kräutern, mit allen möglichen tollen Mitteln, die sie hier finden. Es gibt hier ein bestimmtes Mittel, ich will den Namen jetzt nicht nennen. Das macht eine Alchemistin, eine Französin, die hier lebt, und dieses Mittel ist Wahnsinn. Es tötet Bakterien, es tötet alles. Und ja, es tötet alles. Es tötet alles, was an Bakterien, Viren und so weiter da ist. Also es ist eine sehr gute Vorsorge. Tötet es auch Viren? Ich glaube, ich muss da vorsichtig sein. Also ich bin keine Virologin, aber auf jeden Fall tötet es Bakterien und all das, was krank machen kann. Und das ist im Augenblick immer ausverkauft. Es kommt doch von einer Wurzel. Es ist einfach eine Wurzel, die in großen Mengen konsumiert, tatsächlich tödlich sein kann, in ganz mini kleinen Mengen allerdings
heilen kann. So ist das in der Natur. Es gibt immer Heilerinnen, Heiler, Alchemisten und die haben die tollsten Rezepte. Hier hilft man sich anders. Und in vielen, vielen anderen Ländern, vor allen Dingen auch südamerikanischen, aber auch asiatischen Ländern, gibt es immer mehr Menschen, die zurückfinden zur Natur. Und gleichzeitig wird die materielle Welt umgewandelt. Ich war gestern mit einer Freundin, das war am gleichen Tag, wir haben so eine kleine Runde durchs Dorf gemacht, in einem größeren Kleidungsladen. Ja, es gibt hier so die kleinen Mini-Lädchen oder Menschen, da habe ich ja auch schon mal drüber erzählt, die am Strand ihre Kleidung verkaufen, eigene Designer, nachhaltige Produkte aus reinen Naturstoffen gemacht, in kleinen Auflagen, die kann man dann anprobieren und wenn sie einem gefallen, kann man sie kaufen. Die großen Läden, die großen Ketten allerdings, die haben meistens keine Umkleide mehr. Das heißt, da hängt der ganze Laden voll, auf 2 Stockwerke, alles hängt voll, aber man kann das, was einem vielleicht interessiert, nicht anprobieren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich würde nie etwas kaufen, was ich nicht anprobieren kann. Gut, dann erzählt einem die Verkäuferin, ja, Sie können das kaufen, wenn es nicht passt, können Sie es umtauschen, allerdings nicht gegen Geld, sondern nur gegen einen Gutschein für ein anderes Produkt. Für mich noch mehr ein Argument, es nicht zu kaufen. Also, ne? Ich kann es nicht anprobieren, ich würde es sowieso nicht kaufen, aber wenn ich dann vielleicht in einer Situation wäre, wo ich es vielleicht kaufen müsste, weil ich es unbedingt brauche, würde ich es trotzdem nicht machen. Wenn es nicht passt, kann ich ja nicht mal mein Geld zurückbekommen, sondern ich muss mir irgendetwas anderes aus diesem Geschäft aussuchen, was mir vielleicht gar nicht gefällt. Es ist natürlich klar, was dahinter steckt. Die Verkäuferinnen, die netten, jungen Mexikanerinnen, die sehr freundlich sind, die ihre Anweisungen haben und die sie auch befolgen, denn ansonsten verlieren sie ihren Job. Diese jungen Verkäuferinnen können nichts dafür, aber sie zerstören natürlich gerade ihre eigenen Jobs. Denn es geht natürlich darum, die Leute dahin zu bringen, dass sie gar nicht mehr ins Geschäft gehen, dass sie alles von zu Hause aus einkaufen. Und dann habe ich heute einen wunderbaren Artikel gelesen zum Thema Mode, wie sich die Mode gerade verändert, auch nachhaltig verändert. Es war ein guter Artikel. Ich habe da natürlich auch die Journalistin gegoogelt. Sie ist genauso alt wie ich, ein Jahr älter sogar. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, glaube ich. Gut gespielt mit der Sprache und auch wunderschön auf den Punkt gebracht. Es war ein guter Artikel, hat mir gefallen. Da ging es auch nochmal um diese Veränderung der Zeit. Ja, da war natürlich auch alles politisch korrekt darin. Da wurde auch ein bisschen über die weißen Menschen, obwohl sie auch selbst weiß ist, hergezogen, dass es immer noch zu wenige farbige Models gibt. Okay, es wird sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich sowieso dann alles von selbst lösen. Aber, und das fand ich auch interessant in diesem Artikel, sie hatte nochmal darauf hingewiesen, dass diese Qualitätshandwerkskunst, dass die auch immer mehr tatsächlich verschwindet. Wer kann in der heutigen schnelllebigen Modezeit noch vernünftig sticken? Oder was Chanel machte, ne? Also wir wissen, der deutsche Designer, der hatte da ja auch ganz toll, jetzt habe ich das Wort genannt einmal in diesem Video. Ich hoffe, dass es trotzdem online bleibt. Das ist keine Werbung, absolut nicht. Ich will nur erzählen, wie dort noch diese kleinen Fransen mit der Hand gemacht wurden von Damen, die da dieses Handwerk über Jahre hinweg gelernt hatten in Südfrankreich, wo dann einer mit den Jäckchen von dem Modehaus nach Südfrankreich fuhr, damit die Frauen das dort in liebevoller Handarbeit machen konnten. Ja, das ist Qualität, das ist Schönheit, das ist auch Kunst. Es verschwindet immer mehr. Alles ist schnelllebig, immer mehr ist schnelllebig. Aber es gibt die Gegenbewegung, auch hier. Wie gesagt, immer mehr Menschen, die sagen, wir kaufen keine Sachen in den großen Apotheken, sondern wir helfen uns selbst mit den Produkten aus der Natur. Oder, und auch das ist hier absolut gang und gäbe, es wird ganz viel gemacht, weil hier auch viele Menschen sind, die zum Beispiel eine Zeit lang hier leben, maximal 6 Monate, dann ein paar Monate weggehen, dann viele Sachen weggeben und wieder zurückkommen.
Hier gibt es ganz viele Kleidertauschmärkte. Irre, ganz, ganz viele. Das ist hier wirklich der Trend. Es wird kaum etwas gekauft, es wird alles getauscht. Kleidertauschmärkte. Und da gibt es die tollsten Sachen. Und übrigens, an diesen Kleidertauschmärkten nehmen alle Menschen teil, auch viele Einheimische. Und was dann von den Kleidertauschmärkten übrig bleibt, das wird verschenkt an die Menschen, die weniger haben. Und die hängen das dann vor ihrer Haustüre auf die Straße. Und jeder kann sehen, ach guck mal, da kann ich was bekommen. Und das kann man dann für 1 oder 2 Euro oder 50 Cent sogar kaufen. Manchmal fährt man auch mit dem Fahrrad vorbei und denkt, ach guck mal, das ist aber süß. Wo kommt denn dieser süße Rock her? Manchmal sogar von einer Marke. Und dann kann man den für 1 Euro kaufen. Ja. Kleidertauschmärkte, Secondhand, Recycling, hier alles Teil der neuen Bewegung, des neuen Lebens.